Herzlich willkommen zurück. Im vorigen Video hast du den ersten wichtigen Aspekt der Mitspielerrolle kennengelernt, das natürliche Unsicherheitsgefühl. Wenn du einem Menschen dabei hilfst, sein Ziel zu erreichen, dann weiß nur der andere über sein Ziel Bescheid. Und sobald du dich fragst, wie es der andere will, wie er es braucht und was ihm genau hilft, fühlst du dich auf natürliche Weise unsicher. Es gibt noch zwei weitere Aspekte der Mitspielerrolle. Erstens, wenn du dich unsicher fühlst, dann hast du das natürliche Bedürfnis, Fragen zu stellen, um bei deiner Hilfe etwas sicherer werden zu können. Du stellst demjenigen Fragen über sein Ziel, darüber, was er braucht, was dazugehört, was nicht dazugehört, oder wie du ihm behilflich sein kannst, oder ob das, was du tust, hilft und sich in seinem Zielbereich befindet, oder ob das, was du tust, sich außerhalb seines Zielbereichs befindet. Das sind alles so Fragen, die dir dann kommen und die du dann stellen wirst, im normalen Fall. Zweiter Aspekt noch, weil nur der andere spüren oder wissen kann, was ihm hilft, kannst du dem anderen auch nur Angebote machen. Du kannst niemals bestimmen, was der andere braucht und was ihm gut tut. Du kannst nur Hilfe anbieten. Und dann bestimmt allein der andere, ob deine Hilfe tatsächlich hilft und was zu seinem Ziel dazugehört und was nicht. Meine Erkenntnis über diesen zweiten Aspekt, also über das Fragenstellen, das biete ich dir jetzt an. Bist du ein Schüler in einer Schule, in der Mitspielerrolle? Dann kennst du sicher deine Unsicherheit, wenn du etwas nicht wirklich verstanden hast, was die Lehrerin gerade erklärt hat. Oder du warst kurz in Gedanken abwesend. Oder du warst abgelenkt. Oder du hast dich selbst abgelenkt. Und nun bist du unsicher, was die Lehrerin eben erklärt hat. Diese Unsicherheit führt dazu, dass du normalerweise jetzt nachfragen möchtest, was sie eben erklärt hat. Oder du möchtest, dass sie es noch genauer oder anders erklärt, sodass du das sichere Gefühl haben darfst, alles verstanden zu haben. Kannst du dir vorstellen, dass du dich jetzt meldest und die Lehrerin bittest, das noch einmal zu erklären? Oder auch anders zu erklären, weil du es eben noch nicht verstanden hast? Die Lehrerin reagiert offen und freundlich und fragt zurück, was du denn bisher überhaupt schon verstanden hast. Du sagst ihr, was du bereits weißt. Und sie knüpft daran dann an und erklärt dir noch einmal den Rest. Du hast anschließend das Gefühl, tatsächlich alles verstanden zu haben. Die Lehrerin fragt sogar noch, möchtest du es selbst noch einmal wiedergeben, wie du es eben verstanden hast? Du stimmst zu und erklärst es noch einmal mit deinen eigenen Worten vor der gesamten Klasse. Die Lehrerin hört dir zu, korrigiert dich nochmal und bestätigt dann am Schluss, ja, so ist es richtig, so habe ich es gemeint. Und nun bist du dir einigermaßen sicher, dass du das Ziel der Lehrerin tatsächlich verstanden hast. Deine Unsicherheit in der Mitspielerrolle ist zum großen Teil zufriedengestellt. Wenn es so in der Schule ablaufen würde, dann wäre es eigentlich optimal für den Lernprozess des Schülers. Davon bin ich überzeugt. In unserer aktuellen Gesellschaft tauchen aber leider folgende Probleme auf. Erstens, es gibt noch viel mehr Schülerinnen in der Klasse, die ebenso Erklärungen bräuchten. Wenn alle sich frei und offen melden und nachfragen würden, dann hätte die Lehrerin alle Hände voll zu tun und würde ihren Stoff in der Stunde nicht schaffen. Deswegen begrenzt sie die Nachfragen. Zweitens, im schlimmsten Fall wertet die Lehrerin solche Nachfragen ab mit dem Kommentar, ich beantworte keine Fragen, du bist selbst schuld, warum hast du denn jetzt nicht aufgepasst? Drittens,
Es gibt andere Schülerinnen, die nicht besonders einfühlsam sind und die die dummen Nachfragen eines Schülers als nervig abwerten oder die sich lustig über solche Nachfragen machen. Viertens, der Schüler selbst hat in seiner Familie oft erfahren oder erfährt es immer noch, dass die Eltern das Nachfragen begrenzen und abwerten. Und nun traut er sich nicht, sich im Unterricht um sich selbst zu kümmern und nachzufragen. Zudem schützt er sich vor den Abwertungen aus der Klasse und von der Lehrerin. Diese vier Zusammenhänge bremsen in der Schule möglicherweise den Lernprozess. Und nun schau dir diesen Zusammenhang einmal mit Hilfe des Modells an. Du bist in der Schule als Schülerin in der Mitspielerrolle und dein natürliches Unsicherheitsgefühl führt dazu, dass du immer mal wieder das Bedürfnis hast, genauer nachzufragen, wie das Ziel der Lehrerinnen genau aussieht und ob du es richtig verstanden hast oder ob du etwas falsch machst. Dieses Nachfragen könnte dir weiterhelfen, doch es ist gebremst durch dein Umfeld und durch deine Angst vor schmerzvollen Reaktionen auf dich. Es ist also kein Wunder, wenn das Lernen in der Schule auf diese Weise einigen Schülerinnen nicht viel Freude macht. Ich weiß, dass der Zustand, den ich jetzt hier als Lösung anbiete, in der Schule schwer umzusetzen ist. Trotzdem bin ich überzeugt, dass es zu mehr Entspannung führen könnte, wenn sich alle dieser natürlichen Rollenverteilung zwischen Mitspieler und Spieler mit den dazugehörigen Rollenempfindungen von Unsicherheit und dem Bedürfnis nachzufragen, wenigstens bewusst sind und dass man gemeinsam darüber reden kann. Dann könnte vielleicht auch gemeinsam eine Lösung gefunden werden. Schauen wir mal auf ein Unternehmen. Dort befinden sich die Mitarbeiterinnen in der Mitspielerrolle. Und wenn sie einmal nicht mehr weiter wissen oder sich untereinander uneinig über die Ziele sind, dann haben sie das natürliche Bedürfnis, in der Chefebene nachzufragen. Sie brauchen eine Orientierung von oben. Denn die Chefinnen wissen besser über die Unternehmensziele, besser über die Also nochmal, denn die Chefinnen wissen besser über die Unternehmensziele Bescheid als die Mitarbeiterinnen. Im gelösten Zustand gibt es in der Chefebene tatsächlich eine Person, die immer für Nachfragen zur Verfügung steht und immer wieder neu die Ziele erklärt und Missverständnisse aufklärt, sowie Fehler aufdeckt und freundlich korrigiert. Geduldig und einfühlsam. Diese Person weiß, dass es vollkommen normal ist, dass Mitarbeiterinnen immer mal wieder Nachfragen haben, dass immer wieder Missverständnisse auftauchen. Denn wir haben alle unterschiedliche Gehirne und in der Mitspielerrolle muss man immer wieder nachfragen, wie der Spieler es genau will und ob man noch richtig hilft. Und der Spieler erklärt immer wieder geduldig das Ziel und was hilft und was nicht hilft und was gerade verkehrt läuft und wie es richtig wäre. Das wäre der gelöste Zustand, wie ich ihn mit Hilfe des Neuresonanzmodells anbiete. Doch unsere Realität sieht oft anders aus. Ein Beispiel. Es gibt im Unternehmen eine Teambesprechung, in der der Chef die Ziele für das Team klar und deutlich formuliert. Und das Team gibt auch das Feedback, dass es das verstanden hat. Und nach der Teamsitzung geht jetzt der Chef davon aus, dass nun alles klar ist. Missverständnisse, Uneinigkeiten und Nachfragen würden jetzt Zeit wegnehmen und stellen deswegen ein Problem dar. Sie werden abgewertet. Wenn aber die Mitarbeiterinnen keine Möglichkeit zur Klärung haben, entstehen Unzufriedenheiten, Spannungen und vielleicht sogar Auseinandersetzungen innerhalb der Firma. Und das nimmt dann noch mehr Zeit weg. Der Chef will seine Ruhe haben, weil er sich auf andere Ziele konzentrieren muss. Manche Unternehmen wollen so etwas lösen, indem sie eine sogenannte flache Hierarchie einführen.
Dadurch werden Verantwortlichkeiten anders verteilt. Das heißt, die Mitarbeiterinnen dürfen öfter selbst über die Ziele entscheiden. Und doch wird dabei übersehen, dass es nach wie vor eine klare Verteilung der Rollen gibt, eine klare Hierarchie. Einer kennt im Unternehmen das Ziel am besten, derjenige ist in der Spielerrolle. Die übrigen, die diesem Ziel zur Verfügung stehen, sind immer in der Mitspielerrolle, haben Unsicherheiten und das natürliche Bedürfnis, diese Unsicherheiten durch Nachfragen und Besprechungen zu klären. Hierarchien sind immer da, solange man gemeinsam an der Erreichung von Zielen arbeitet. Einer ist der Zielkenner, die anderen sind unsicher und haben das Bedürfnis, dem Zielkenner Fragen zu stellen, ob sie noch alles richtig machen. In dem gelösten Zustand, den ich hier anbiete, wäre bei jedem einzelnen Ziel die Rollenverteilung geklärt. Es muss nicht sein, dass der Chef immer das Ziel am besten kennt. Es können auch verschiedene Leute im Team, im Unternehmen einzelne Ziele vor Augen haben und da die Zielkenner sein. Trotzdem ist dann eine Hierarchie da. Der Zielkenner kennt das Ziel am besten, alle anderen, die mithelfen, sind in der Mitspielerrolle. Also eine Person ist in der Spielerrolle und kennt das Ziel am besten und die übrigen sind in der Mitspielerrolle. Und wenn das geklärt ist und wenn die Mitspieler ungebremst den Spieler fragen dürfen und der Spieler immer geduldig für diese Nachfragen und für Korrekturen zur Verfügung steht, wird bei der Zusammenarbeit alles glatt laufen. Beobachte einmal genau in deinem Unternehmen, wo ist bezogen auf welches Ziel die Rollenverteilung nicht geklärt. Dort dürften die meisten Probleme auftauchen. Jetzt übertrage ich das mal auf eine Klinik. Wenn ein Patient das Ziel hat, gesund zu werden, müsste eigentlich das gesamte Klinikpersonal diesem Patienten, der das Ziel hat, gesund zu werden, in der Mitspielerrolle zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass das gesamte Klinikpersonal gegenüber dem Patienten immer unsicher fühlt und nachfragt, ob noch alles gut ist und was noch verbessert werden könnte. In vielen Bereichen wird das auch getan, tatsächlich. Eine Blutuntersuchung zum Beispiel, das Blutdruckmessen und das Fiebermessen, das sind nichts anderes als Fragen an den Körper des Patienten, wie gerade sein Zustand ist, wie es ihm geht. Aber oft ist die Rollenverteilung leider auch vertauscht. Ärztinnen, Therapeutinnen und Pflegerinnen treten als die Bestimmenden auf. Sie bestimmen über die Patientinnen. Natürlich bin ich mir bewusst, wie viele Ziele Ärztinnen, Therapeutinnen und Pflegerinnen einzuhalten haben. Und da sie Ziele einzuhalten haben, sind sie da bezogen auf diese Ziele auch in der Spielerrolle. Leider wird dabei aber oft die Rollenverteilung gegenüber dem Patienten übersehen und dann auch verkehrt dargestellt. Dominant und sicher auftretende Ärzte haben sich in die Spielerrolle begeben. Und auch der Patient hat die Tendenz, eher die Mitspielerrolle einzunehmen, weil er es so aus seiner Kindheit gewohnt ist. Auf diese Weise entsteht eine falsche Rollenverteilung in der Klinik, die vielen Patientinnen nicht gut tut und möglicherweise sogar bestimmte Probleme oder Krankheiten länger aufrechterhält, als es nötig wäre. Je bewusster in der Klinik die gelöste Rollenverteilung nach diesem Neuresonanzmodell gelebt wird, umso leichter lassen sich höchstwahrscheinlich manche Probleme und auch unterschwellige Spannungen lösen. Auch mit scheinbar widerspenstigen Patientinnen, die genau wissen, was sie wollen, die Klarheit haben, die sich ihre Spielerrolle in der Klinik erlauben. Im gelösten Zustand respektiert man sich also gegenseitig und man respektiert auch die klar verteilten Rollen. Die Patientinnen sind vom Grundsatz her in der Spielerrolle, weil sie das Ziel haben, sich zu heilen, und das Klinikpersonal ist in der Mitspielerrolle. Wenn das grundlegend von allen gewürdigt wird, bin ich mir sicher, dass die allermeisten sich wohlfühlen. Sowohl die Patientinnen
als auch das Klinikpersonal. Die Kommunikation miteinander verbessert sich, wird respektvoller und empathischer und der Arbeitsfluss kann sich auch verbessern. Ich wiederhole jetzt noch einmal, wenn du dich in der Mitspielerrolle unsicher fühlst, hast du das natürliche Bedürfnis der anderen Person, die das Ziel hat, Fragen zu stellen. Du möchtest dich mit Hilfe ihrer Antworten etwas sicherer fühlen. Du hast das Bedürfnis, das Ziel der anderen Person so gut wie möglich kennenzulernen und zu verstehen. Wenn du dich nicht selbst bremst und auch von außen nicht gebremst wirst, ist es vollkommen normal, dass du immer wieder Fragen über das Ziel des anderen stellst. Was will der andere und was braucht er genau dafür? Und dann stellst du natürlich auch Fragen darüber, ob deine Hilfe hilft. Machst du noch das Richtige? Wann passiert ein Fehler und der andere fühlt sich unwohl, weil es ihm nicht hilft, was du tust? Das wäre auch ganz wichtig zu wissen. Im gelösten Zustand ist das Fragenstellen also immer dein natürliches Bedürfnis und hat auch nichts mit Neugierde zu tun, sondern es ist eine Unterstützung für deine Hilfe. Es gehört zu deinem natürlichen Lernprozess in der Mitspielerrolle dazu. Wenn wir jetzt an Paare denken, wo zum Beispiel die Frau den Mann anschaut und sagt, was denkst du gerade? Dann können wir jetzt erkennen, dass die Frau sich in der Mitspielerrolle befindet. Sie konzentriert sich auf das Ziel des Mannes. Dabei fühlt sie sich auf natürliche Weise unsicher und hat das Bedürfnis, mehr Sicherheit zu bekommen. Deswegen stellt sie ihrem Mann diese Frage, wenn auch in einem leicht vorwurfsvollen Tonfall vielleicht. Sie möchte seine Bewertung und daher auch sein Ziel, seine Absicht, seinen Wunsch genauer kennenlernen. Bei kleinen Kindern können wir sowas übrigens auch beobachten. Beim Heranwachsen des Kindes beginnen die Erwachsenen, dem Kleinkind irgendwann zu sagen, was es tun und was es lassen soll. Sie geben Anweisungen aus der Spielerrolle. Dadurch lernt das Kind die Mitspielerrolle kennen. Und es beginnt dann auch vermehrt Fragen zu stellen, um die Erwachsenenwelt besser zu verstehen. Ein vollkommen natürlicher Prozess. Beobachte mal selbst deinen Alltag. Du wirst immer mehr Zusammenhänge finden, je genauer und bewusster du deinen Alltag beobachtest. Wo stellt jemand Fragen, weil er sich in der Mitspielerrolle befindet und das Ziel oder die Vorstellungen eines anderen Menschen besser verstehen möchte? Im nächsten Video geht es darum, wie du als Helfer in der Mitspielerrolle deinem Gegenüber Angebote für sein Ziel machst. Und du wirst erkennen, wo in deinem Alltag viele Helfer gar keine Angebote machen, sondern im Grunde Anweisungen geben und Vorgaben machen und dadurch zum Bestimmer werden. Sie verfolgen eigene Ziele und sind deshalb in der Spielerrolle. Außerdem biete ich im nächsten Video eine folgenschwere Umdeutung an. Es geht darum, was Kinder in der Schule eigentlich machen. Es wird also spannend. Bis dahin.